Ja, Kneipenschlägerei, Bud Spencer! So, bis die Zähne fliegen. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich habe mir mal einen neuen Look verpasst. Und zwar habe ich ja den Vorbestellerbonus, das Outlaw Survival Kit, bekommen. Und da habe ich mir jetzt hier mal dieses neue Outfit angelegt. Und ich würde sagen, wir reiten jetzt einfach mal zum nächsten Missionswegpunkt nach Valentin. Ja, der Wahnsinn, ey. Ich muss erstmal auch diese Eindrücke jetzt erstmal verarbeiten. Das ist ja echt der Hammer. Dieses Spiel ist der Wahnsinn. Jetzt geht's aber erstmal. Yep. Dem Weg entlang. Durch die freie Natur. Hin zum Wegpunkt. Zum markierten Wegpunkt. Und jetzt können wir das Ganze nochmal richtig einsaugen hier, diese offene Landschaft. Jetzt habe ich auch endlich mal die Möglichkeit, ein bisschen zu labern, ein bisschen was zu erzählen. Ohne dass ich ständig jemanden ins Wort falle oder irgendwie unterbrochen werde. Das ist schon ganz cool. Schaut's euch an, wie geil das einfach aussieht. Aber eigentlich, bevor ich jetzt eine Mission mache, möchte ich jetzt mal mit dem Zug fahren. Ich möchte echt gerne mal mit dem Zug fahren jetzt. Irgendwie möchte ich gerne mal mit dem Zug fahren. Also so richtig, als Passagier. Und nicht als Bandit. Aus dem Weg. Juhu, juhu, jiha. Valentin, the Heartlands. Nicht schlecht. Oh, wie gut das einfach aussieht, ey. Markierungen zeigen Missionen von fremden Personen an. Rede mit der fremden Person in dem Gebiet, um die Missionsreihe zu beginnen. Hahaha. Ah, hier wäre die Mission, okay. Wo ist denn hier der Bahnhof? Ich will mal zum Bahnhof. Oh, ich glaube, da kommt sogar schon ein Zug. Ich höre es, glaube ich, schon. Wo ist der Bahnhof? Ich habe es doch gerade gesehen. Wo waren denn die Gleise? Ah, hier sind Hunde. Habe ich nicht gerade schon irgendwie die Dampflok gehört? Ah, nee, das war hier die Glocke, oder? Oh, Verzeihung. Ich muss zum Zug. Ich muss meinen Zug erwischen. Zeuge, unbewaffneter Angriff. Ich habe gar nichts gemacht. Der ist in mich reingelaufen. Der ist eindeutig in mein Pferd reingerannt. Was? Nein. Sind die jetzt alle feindlich? Verbrechen gemeldet. Oh, okay. Es scheint so, dass ich aufpassen muss, wen ich umreite. Sonst ist bald Ende im Gelände. Im Banditengelände. Moment, da hinten sind doch die Gleise, oder nicht? Oder ist das eine Straße? Ich muss jetzt, glaube ich, wie in GTA warten, dass ich nicht mehr gesucht werde. Hier sind doch Gleise, guckt mal. Ah, hier ist der Bahnhof. Ah, okay. Stopp. Jetzt muss ich mal mein Pferd erstmal festbinden. Dann will ich mal gucken, ob ich mit dem Zug fahren kann. Hier ist zum Binden. Hier kann ich binden. Nein. Festbinden. Okay. Moment. Das Pferd ist hoffentlich jetzt festgebunden. Dann gehen wir mal in den Bahnhof rein. Ausdauer erhöht, Stufe 3. Oh, das ist gut. Guten Tag. Brauche ich da auch eine Fahrkarte? Hallo? Ah ja. Zugfahrkarten. Ah, cool. Man muss sogar für die Zugfahrt bezahlen. Warum habe ich eigentlich nicht genug Bargeld? Wie kann das eigentlich sein? Ich habe gerade einen Zug überfallen. Fahre ich da jetzt hin? Ja! Wie cool, ey. Wie cool. Schöne Zwischensequenz. Und jetzt komme ich einfach an wahrscheinlich. Aber kann ich auch auf den Zug draufspringen, auf den Fahrenden? In GTA ging das ja nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, wie gut das aussieht. So, jetzt bin ich mal... Ah, ich sitze ja im Zug drin. Was, wenn du zunimmst oder abnimmst, erscheinen Gewicht drauf oder Gewicht runter in deinem Gesundheitskern?
Okay. Oh, hier hat jemand sein Gepäck vergessen. Kann ich das nicht öffnen? Ich bin doch so ein netter Mann. Ich gucke rein, ob da was Wichtiges drin ist. Und nehm's dann. Ich bin Chuck Norris. So. Kann ich nicht auch einfach wieder einsteigen? In den Zug einsteigen. Was ist eigentlich, wenn ich mitfahre ohne Fahrkarte? Gucken wir mal. Ah, wie viel Müll hier rumliegt, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das ist voll unaufgeräumt hier drin. Zeitung, leere Dosen. Hallo, Sir. You ain't supposed to be here. Was? You ain't supposed to be here. Ich kann tatsächlich mitfahren ohne Fahrkarte. Sehr schön. Sehr schön. Das muss man mal in sich aufsaugen hier. Lol, mein Pferd reitet hinterher. Oh Gott. Pferd. Nein. Das sollst du gar nicht machen. Bleib stehen. Stell dich irgendwo hin. Stell dich da an das Haus. Nein. Hör auf, mitzureiten. Genau. Das Geld musst du bloß bezahlen, wenn es eine Schnellreise ist. Soll das etwa heißen, ich habe gerade umsonst Geld ausgegeben? Verdammt. Das hätte ich alles in die Klingelbüchse packen können. Verdammt. So, ich habe gerade irgendwie gesehen, man kann irgendwie auch vom Zug aus aufs Pferd aufspringen. Ich renne jetzt einfach mal nach hinten in den letzten Wagen. Oh, hier gibt es eine Kiste. Moment. Mach mal auf. Da raube ich den Zug jetzt einfach normal aus. Hier, guck mal da, so. Guck mal, da ist Geld drin, da kann ich meine nächste Fahrkarte von bezahlen. Oder die Strafe fürs Schwarzfahren, je nachdem. Schrank durchsuchen. Na, haben wir da was? Nehmen. Revolvermuni, sehr gut. Den Safe kann man nicht knacken. Wir nehmen keinen Panzerknacker. Einfach mal den Waffenöl, einfach mal den Zug ausrauben, so. Auf die altmodische. Ich bediene mich hier nur mal so ein bisschen. Ein bisschen rum. Hier ist bestimmt auch noch was drin. Oh, guck mal hier, jawohl. Essen. Dosenerbsen. Schlangenöl. Und da ist irgendwie ein Brettspiel, das kann ich nicht nehmen. Ja, krass. Ich habe mal wieder einen Zug ausgeraubt. So, und jetzt sollte ich versuchen, irgendwie vom Zug zu kommen, ohne gesehen zu werden. Wie könnte ich das nur tun? Jetzt wäre natürlich mein Pferd genau das Richtige, ne? Wie kann ich das nochmal rufen, mit welcher Taste? Ah ja, so. Dein Pferd ist außer Hörreichweite und wird in der Zwischenzeit als Symbol angezeigt. Du musst näher bei ihm sein, um es heranpfeifen zu können. Kann man abspringen vom Zug? Ohne zu sterben? Das ist jetzt so die Frage. Ah, hier ist der Sumpf. Guckt mal. Jetzt habe ich ja gerade ein paar Flashbacks von Hunt Showdown so ein bisschen. Da sieht das auch so aus. Uiuiui. Nicht schlecht, nicht schlecht. Spielbär, was hältst du von dem Spiel? Ich bin überwältigt. Mir fehlen fast schon die Worte, um das alles zu beschreiben, was hier so zu sehen ist. Also es ist echt der Wahnsinn und ich weiß echt gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ohne Witz. Am liebsten möchte ich die ganze Zeit hier mit dem Zug fahren. Saint-Denis. Ah, hier ist ein Bahnhof. Okay, ich gehe mal hier raus. Okay. So kann man auch mal aussteigen. Wie so ein nasser Sack sah das gerade aus. Sehr schön. Okay. Oh, Kutschen! Sir, I need your vehicle. Oh, mein Gott! Hahaha!
Oh, ups, Zeugen. Scheiße. Moment, ich muss, glaube ich, mal durch. Ups, ich muss abhauen. Tschüss. Oh, voll die große Stadt hier. Nicht schlecht. Das sieht ja aus wie so Charlestown oder so. Oh, ich bin gesucht. Schnell weg. Oh, die schießen ja auf mich. Ah, hier gibt's Polizei. Aha. Schnell weg. Aus dem Weg. Ah, da kann ich schon mal ein bisschen üben hier. So mit entkommen. Das wird wahrscheinlich später auch noch ganz wichtig, dem Gesetz zu entkommen. GTA-Style, einfach meine Kutsche geklaut. Pass auf das Caprosurus auf. Stimmt, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja gut, dann reiten wir mal mit der Kutsche hier einfach mal zurück. War das gerade schon der Postkutschenraub, der große? Nee, ne? Das zählt noch nicht als Postkutschenraub hier. Die Postkutschen, die kommen alle noch. Aber ich finde das cool, dass das Spiel gleich auch so mit so einer Einleitung angefangen hat mit Zugraub und so. Der Klassiker in einem Western. Nicht schlecht. Das ist schon nice. Kopfgeld $30. Ach, $30 ist okay. Kann ich mit leben. Hey, das ist mein Pferd, oder? Moment. Es hat versucht, Schritt zu halten, auf jeden Fall. Ja. Kann man mal machen. Das Pferd hat geäpfelt. Habt ihr das gesehen? Ich veräpple euch hier jetzt nicht. Ich weiß, was du machen kannst. Such mal eine Bar. Okay, dann reiten wir jetzt mal in diesen Ort, der markiert ist, zurück. Und dann suchen wir da mal eine Bar. Da habe ich wahrscheinlich auch schon Kopfgeld. Das passt also. Oder wir gehen einfach in den nächstbesten Ort und gehen da in die Bar. Das ist gerade so ein bisschen auch so dieses alte Zelda Ocarina of Time Feeling. Man will einfach nur durch die Gegend reiten erstmal. Man will einfach, sobald man das Pferd hat und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, will man einfach erstmal nur rumreiten. Und einfach mal gar nicht so viel konkret machen erstmal. Ich bin ja schon mit dem Zug jetzt recht lange gefahren eigentlich, ne? Was? Oh, hier braucht jemand Hilfe. Das könnte aber auch eine Falle sein. Fremde Person L2. Grüßen! My horse collapsed. I don't know why. It's my friends. Das Pferd ist zusammengebrochen. My legs all numb. Please hurry. Okay, ich steig mal ab. Ich guck mal, was ich tun kann. Bin ja ein netter Mensch. Well, aren't you going to help? Ja, ich guck ja schon. Ich bin ja schon da. So, hier, jetzt und jetzt. What can I do? I'm trapped. Helfen. Bin ja dabei. Ach so, Pferd anheben. Yes. Yes. Just lift as hard as you can. Jawohl. Oh, thank you. Thank you. You saved me. Oh, that was okay. Bad. Oh. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor dumb animal. Das arme Pferd. Die arme Frau. What'll I tell Mildred? Krieg ich Geld? Well, ich will Geld haben. Thank you. Ja, ich will Geld haben. Ich hab dir geholfen. Okay, ich bring sie nach Hause. You need a ride home, ma'am? Oh, yes, Mr. Please. Thank you. Vielleicht krieg ich dann Geld. Do you know Valentine? I live there. Doch, Valentine, da habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht. Ja, dann, ja, und nun? We'll need to go on a horse. Nein, wirklich. Ja, hier ist ein Pferd. Okay, ich steig mal auf, ne? Vielleicht kann ich dann... Vielleicht kommt sie dann mit. Ja, okay, sie kommt mit. Humpeln Sie mal rauf, Gnädigste. Okay, dann müssen wir ja wieder zurück nach Valentine. Wir können uns ja mal hier orientieren, ne? An dem... Ah, Valentine ist in die Richtung, okay. Bringe die Frau nach Valentine. Ich sage immer Valentin. Wie Karl Valentin, aber das ist ja Valentine. Es ist ja Englisch. American English. Dann reiten wir mal los. Ich glaube, da müssen wir auch eh hin.
Ist auf jeden Fall gefährlich, so alleine durch die Wildnis. Oh, guck mal hier, Death Valley Felsen. Scorched Earth. It's just me and my boy now, and it's hard to find work. Nicht schlecht. I'm sure it is. Wie cool das einfach aussieht. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon. Schreite mal zwischen ihnen durch, meine lieben Freunde. Ja. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. But he said he'd provide room and board for me and for my child. Das arme Vieh stirbt noch. Nein. Ich habe doch schon eine Verbindung zu meinem Pferd aufgebaut. Es wird nicht sterben. So. Das ist doch schon Valentin, oder? Valentine. Sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Valentin. Valentine. Mann, ich werde das nie lernen. We're close now. Nicht jetzt schon wieder irgendwelche Leute umreiten, ey. Sonst bin ich direkt wieder auf der Fahndungsliste ganz oben. Als Valentins bösester Bube. Valentine. Aber schön, dass es im Wilden Westen auch schon Verkehrsrowdies gab. Aus dem Weg. Slow down. What's your goddamn problem? Die Passanten sind genauso frech wie in GTA. Thank you for all your help. You're a good man. Glad I was able to help. Silberring mit Emblem habe ich bekommen. Nice. Ich bin so nett. Und bald auch so reich, wenn das so weitergeht. So, jetzt gucken wir mal. Ich soll eine Bar suchen und wie der Zufall es so will, der Herr hat mich hierher geführt zu diesem Saloon, zu dieser Kneipe, diesem Etablissement. Dann steigen wir mal ab und gehen direkt mal rein. Oh Gott, ich dachte gerade, da hat einer ein verdammt großes Gewehr im Anschlag, aber das ist tatsächlich nur so ein Brett. Na, wie lange kannst du das tragen, wenn ich dich anrempel? Ja, dann gehen wir mal in den Saloon. Oh yeah. Yay! Yay! Arthur! Arthur, come here! Come here! Come over here! I want you to meet our friends! Pleased to meet you. Well, ain't you just a toughest teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. So, Arthur. Ein ganz zahmer, schöne Übersetzung. Ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women. I mean, er hat eindeutig ein sehr gutes Händchen für sowas. Where's Bill? Oh man, I dread to think about it. Hey, hey, hey! There he is. Watch where you're going. Take it easy, pal. Are you about to kiss that guy or punch him? Ja, Kneipenschlägerei, Bud Spencer! Wirst du aufhören, du kleiner Rüpel, du! So, bis die Zähne fliegen! Komm! Ich bin noch lange nicht fertig mit dir, ey! Puff, pow! Yes! Wirst du werdet ihr wohl meinen Indianer in Ruhe lassen, ey? Das ist mein Indianer. Geht weg von meinem Indianer. Oh oh. Er ist der Oberzwerg. Das ist meiner. Ey! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Habt ihr das gesehen? Der hat mich mit dem Stuhl von hinten angegriffen. Ich will unbedingt so dick werden wie Bud Spencer. Ohne Witz. Yes! Habt ihr diesen Haken gesehen? Lass diesen Mann los. Ja, der Dicke hier. Ah! Alter Vater. Ah! Oh, Gottes Willen. Ja, los. Komm her, Dicker. Oh Gott. Okay, der Typ ist eindeutig
Da muss ich, glaube ich, blocken. Und dann angreifen. Aua. Wenn ich es denn mal hinkriegen würde. Freiwickeln, 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 freiwickeln. Ja, ich muss eindeutig mehr blocken. Oh Gott. Scheiße. Blocken ist gar nicht so einfach. Ja. Ja, der hat langsam schon... Wir halten schon voll den Verkehr hier auf. Was ist das? Ah! Nein, da war irgendwie ein Quicktime-Event. Oh nein, 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 befreien, 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 befreien. Kneipenschlägerei. Ja, jetzt auf den Boden, in den Dreck mit ihm. Los, Curls. Ja, ruf da und ins Gesicht und hier in den Dreck rein. Los, da ist schon ganz viel Pferdemist auch noch unten. Komm, das schmeckt gut. Ballaststoffe und so. Ist. Stop, stop, please, please, I beg you. Ja, das ist schon jetzt so geil. Ich bin voller Schlamm. Wie ich mich eingemistet habe. Der Wahnsinn. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Ist der Pimp der Stadt. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen. Always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters. Oh, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Ja, nachdem ich jetzt ein wunderschönes Schlammbad genommen habe... Können wir ja mal gucken, ob wir noch eine Mission machen hier. Und vielleicht sogar genau diese Mission. Schlamm ist übrigens gut für die Haut. Reinigt die Poren und so. Ist echt gesund. Ach, wisst ihr was? Wir müssen uns das Schlachtfeld hier nochmal angucken. Oh, wie sie schlafen. Die schlafen alle nur. Man kann nicht unterscheiden, ob sie blau sind, K.O. oder tot. Das ist sehr interessant. Wie im echten Saloon. Hier ist die Bank. Wollen wir eine Bank ausrauben? Nee, komm, das machen wir noch nicht. Huch. Ah, guck mal, Ego-Perspektive. Oh nein, nicht die Waffe ziehen. Das wollte ich jetzt gar nicht. Moment. Ich muss die Waffe wegstecken wieder. Nein, so nicht. Nein! Ach, diese Steuerung! Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Ich habe nur in den Boden geschossen. Ich habe nur in den Schlamm geschossen. Ich gehe mal hier im Busch. So, ich muss kacken. Saints Hotel. Wie kann ich denn die Waffe wieder wegstecken, wenn ich sie gezogen habe? Wie war denn das nochmal? So nicht. So, mit, okay, mit dem L1. Ah, Mann, nein. Doch. Schau dich doch mal in den Geschäften um. Ja, das können wir auch mal machen. Vielleicht kann ich ja was Cooles kaufen. Aber was ich jetzt eigentlich mal viel dringender machen muss, essen. Ich muss essen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder die falsche Taste drücke.
Natürlich habe ich die falsche Taste erwischt. Hier war das. Ach, Mann. Das werde ich wahrscheinlich in 3 Milliarden Jahren erst gelernt haben. Also, ich möchte essen. Und zwar möchte ich essen... Nein. Ah. Menüführung in Konsolenspielen ist wahnsinnig schwierig. Gesalzene Innereien. Kekse. Ich will Kekse essen. So. Sehr gut. Und ich will eigentlich noch einen. Ich will nicht nur einen essen, ich will zwei essen. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Kekse. Genau. Immer schön rein in die Futterluke. Das ist hier ein Hotel, ne? Hier kann ich die Nacht überspringen wahrscheinlich. Ich geh mal rein. Ich geh mal gucken, was da so drin ist. Hello, welcome. Guten Tag. Saints Hotel. Ich würde sagen, wir nehmen mal ein Bad, oder? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Sehr gut. Dann nehmen wir mal ein Bad, weil ich bin ja jetzt hier mit meinem Schlammbad, ne? Das muss auch irgendwann mal wieder runter. Friss alles auf einmal, dann wirst du fetter. Gute Idee. Ich habe auch noch Cracker und so. Erbsen, Dosenmais, guter Brandy. Guarma rum. Ich muss auch mal Alkohol trinken, fällt mir mal gerade so auf. Nimm, nimm, nimm. Wie er die Flasche einfach kaputt macht. Damals waren die noch nicht so mit Recycling so weit. Moment, das ist kein Badezimmer. Ich bin hier, hab mich in der Tür gehört. Tut mir leid. Wo ist das Bad? Hier drin? Nein, Verzeihung. Bath! Jawoll! Sehr schön. Kopf waschen. Ja, komm, wir waschen uns mal den Kopf. Immer schön weiter waschen. Ach so, ich muss auch Quicktime-Event machen dafür. Ja, klar. Luxusbad nehmen. 50 Cent, komm. Jetzt nehmen wir mal so ein richtiges The Witcher-Bad. jawoll! Nicht schlecht. Linken Arm waschen. Nicht reden. Linkes Bein waschen. Moment mal, wo genau wäscht die mich gerade? Das ist wirklich ein Witcher-Bad. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, immer schön da unten. Genau. Das ist ganz schmutzig da. Es muss ganz dringend gereinigt werden. Wie lange kann ich das eigentlich machen? Wie lange kann ich das... Not a problem. Rechter Arm waschen. Mal gucken, wie lang das noch so koscher, sag ich mal, bleibt. Ich kann ja auch die Kamera verändern, Mensch. Also die Kameraposition. Ja, genau, hier mal ein bisschen massieren und so. Schön. Super. Alright, that's perfect. Thanks. Was? See you then. Hier geblieben. Ich bin doch noch gar nicht... Egal. Mann, jetzt bin ich wieder wie aus dem Ei gepellt. Nicht schlecht. Alter. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. So, jetzt könnten wir an sich noch einfach ein Zimmer nehmen, würde ich sagen. Du hast ein Zimmer gemietet und kannst dort einen Spielfortschritt speichern und deine Outfits wechseln. Ja, machen wir das mal. Speichern wir mal einen Spielfortschritt. Noch ein bisschen schneller laufen. Ja, Wahnsinn. Ey, welches Zimmer habe ich jetzt? Offensichtlich dieses.
Am Spiegel kann ich bestimmt das Outfit ändern, oder? Oh, guck mal. Man kann sich sogar im Spiegel sehen. Ach so, da rechts, da wo das Haussymbol ist. Da ist das Zimmer. Ah, jetzt checke ich das. Okay, okay, okay. Hier ist das Zimmer. Hier muss ich hin. Okay. Dann schlafe ich mal. Oder jetzt. Morgen, Mittag oder Abend? Bis morgen. Ein guter Cowboy muss sich auch mal ausruhen. Er sieht ein bisschen aus wie Charlton Heston, fällt mir mal gerade so auf. Ohne Witz. Er hat ein bisschen was von einem jungen Charlton Heston. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher mir das Gesicht bekannt vorkommt. Man hat halt wirklich das Gefühl, dass hier Leute sich bewegen und befinden, die halt irgendwie auch einen Tagesablauf haben, ne, so. Hier kann man reingehen, guck mal. Oh Gott, ist das eine Spelunke. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history, done and dusted. Fremde Person. Lucky, the living gotta keep suffering. Grüßen. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. Die edelsten Männer und eine Frau. Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win. Freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bill. Never heard of him. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flophouse. Untersuche die Fotos nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Revolverhelden. Okay. Wir müssen andere Revolverhelden erst aufspüren, dann provozieren, damit sie uns angreifen und dann überleben, damit wir die Geschichte erzählen können. Damit er dann ein Buch schreiben kann, der Hansel da. An der Stelle ist jetzt auch erstmal wieder diese Folge Red Dead Redemption zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Red Dead Redemption. Bis dann, ciao, ciao.